Morgen, liebe Outdoor-Fanatiker. Ja, wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen auf einer weiteren Wanderung. Heute ist Samstag, der 6. Juni. Ich glaube, das 11. Corona-Wochenende und wir versuchen immer noch kontaktlos zu wandern. Heute haben wir uns überlegt, dass wir ins obere Ölbachtal fahren. Im Hintergrund seht ihr so eine Installation. Das ist ein Kunstwerk. Das ist eine 200 Meter lange oder 220 Meter lange Installation. Das ist ein durchgehendes Stahlrohr und alle paar Meter ist so eine Stele. Die Künstlerin, die das gemacht hat, heißt Kirsten Kaiser. Und dieses Kunstwerk leuchtet nachts auch, da sieht man nur so ein gelbes, gerades Band vor dunklem Horizont. Und das wurde gebaut im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010. Jetzt sehe ich gerade, hier kommen wir nicht weiter, müssen wir umkehren. Guck mal, da ist ein Zaun. Oh ja, okay. Okay, wir wollten jetzt schlau sein und parallel gehen, da haben wir unsere Ruhe. Ist aber nicht. Jetzt müssen wir halt wieder auf den Springorum-Weg.
32 Kilometern und 6 Stunden und 30 Minuten sind wir jetzt hier in unserer Homezone wieder angekommen. Und wo wir uns jetzt befinden, das ist eigentlich eine ganz berühmte Straße. Das ist Flöts-Dickebank in der Siedlung Ottilienaue in Gelsenkirchen. Das ist eine wunderbare, wunderschöne Arbeitersiedlung. Laut unserem Navi, also der Karte, hätte der Weg jetzt hierher oder führt der Weg hierher, aber wie ihr seht, ist der abgesperrt. Das ist eine riesen Baustelle. Jetzt versuchen wir mal illegalerweise diese Baustelle da durch das Unterholz zu umgehen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Das war ein Schuss in den Ofen. Der erste Zaun war nur so eine Art Vorzaun. Quasi Vorbaustelle, und da gerade hat uns die eigentliche riesige Baustelle erwartet mit einem viel höheren Zaun und dann Bäumen umgekippten oder hingelegten, die da im Weg lagen. Also da haben wir jetzt auch keinen Bock drüber zu klettern. Wir gehen jetzt also wieder unseren Trampelpfad gleich wieder zurück. Wir hätten auf den netten Mann hören sollen, der uns vorhin gesagt hat, ihr könnt da nicht weitergehen, weil da kommt eine Baustelle. Und wir so, ja, ja. Keine Ahnung, ob wir hier auf der größten Baustelle Europas gelandet sind, weil wir sind wieder vor so einem Zaun gelandet. Wir haben mittlerweile herausbekommen, dass das hier die Riesenbaustelle am Hüller Bach ist. Hier wird die Emscher renaturisiert. Das ist ja auch alles ganz toll und löblich. Das war jetzt gerade die Siedlung Königsgrube. Also ein richtiges Kleinod hier in Herne-Röhlinghausen. Und wenn jetzt noch der Hüller Bach, der ja eigentlich auch eine Köttelbecke ist, unterirdisch teilweise verlegt wird, dann muft das auch nicht mehr so, weil bei schlechten Wetterbedingungen oder Luftdruck oder weiß der Geier was, kam halt immer noch so ein bisschen, ja, so ein leichter Geruch, Geschmäckle in der Luft hier. Das war eine richtig tolle Wanderung. Man sieht hier nichts, es ist stockdunkel. Da ist ein unheimlich gruseliger Tunnel. Über uns sind Gleise, und da fährt auch gerade ein Zug her. Das ist schon echt gruselig. In diesem Tunnel rechnet man mit allem. War wieder mal der berühmte Schuss in den Ofen. Ich denke mal, das haben wir schon öfter erlebt, dass die Hausbesitzer die Wanderwege so zumachen, dass man die nicht mehr findet, um sich die Leute da vom Leibe zu halten. Musik
hier an der Zeche Zollern in Dortmund-Lütgendortmund angekommen. Und schwupps, nach 10 Kilometern und über wirklich tolle Radwege stehen wir jetzt an der Zeche, nein, an der Kokerei Hansa in Dortmund-Huckerde. Das war also als Hinweis. Heute ist der 2. September 2020. Wir befinden uns in Berlin. Wir wollen den Mauerweg in Berlin, den Berliner Mauerweg gehen. Nach 19 Kilometer und der Eastside-Galerie, die wir gerade besichtigt haben, haben wir uns in den Eingang des Hotels Schulz hier in Berlin geflüchtet, weil es draußen gießt wie aus Eimern. Hallo liebe Outdoor-Enthusiasten, willkommen zum dritten Video aus Berlin. Heute ist der 4. September 2020. Wir haben schon 2 Kilometer auf der Uhr. Wir sind bei uns am Hotel gestartet und sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof Zoo. Dort wollen wir die Strecke der beliebten Buslinie 100 gehen. Hinter uns jetzt die nordischen Botschaften, habt ihr ja gerade von nahem gesehen.
unter anderem auch die schwedische Botschaft. Ja, und da verbindet mich doch etwas Besonderes hier mit Berlin, weil 2015, meine ich, wäre es gewesen, durfte ich hier für eine schwedische Modedesignerin, ich liebe ja schwedische Mode insgesamt und diese liebte ich damals besonders, als Markenbotschafterin eine Modenschau eröffnen. Ja, und das war schon was ganz Besonderes, weil der Anfang und das Ende, wisst ihr vielleicht, einer Modenschau, ja, da laufen immer die begehrtesten Models. Ja, und ich durfte als Model mitlaufen. Das fand ich richtig toll. Oh, 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 oh